And I decided right then and there that no matter what they tried to take away from me, I was gonna be who I really am. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Auswahl für die Top 10 Jim Carrey Nachahmungen. When a man sings like I do, oh Lord, he can hardly stand the strain. All I gotta do is let go of the illusion that I exist. Drive around in my Lincoln. Hi, boys and girls. Your friend Pee-wee has been on a new adventure, which is why it's time to buy the new improved Pee-wee doll. Für diese Liste schauen wir uns die lustigsten und unheimlichsten Imitationen Jim Carreys an. Darunter Sänger, Hollywood-Schauspieler, TV-Persönlichkeiten und mehr. Was ist eure Lieblingsimitation von Jim Carrey? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Michael Bolton. Selbst wenn man nicht viel von Jim Carrey hält, muss man eines akzeptieren. Selbst wenn dieser Typ von der Bühnenkomödie ausgeschlossen, von Hollywood auf die schwarze Liste gesetzt und ihm der Zugang zum Fernsehen verweigert werden würde, wäre er immer noch ein äußerst erfolgreicher Sänger. Ihr seht richtig, Jim Carrey ist in der Lage, einen Bolton abzuziehen, der im Grunde genauso gut wie das Original ist. Und wenn der echte Michael Bolton über 75 Millionen Platten verkaufen kann, sind wir davon überzeugt, dass Jim mindestens 100 Millionen verkaufen könnte. Kann also bitte endlich jemand diesem Typen einen Plattenvertrag geben? When a man sings like I do. Wir bürgen nicht für seine Fähigkeiten als Songschreiber, nur seine Stimme. Andererseits kann man das gleiche auch über Michael Bolton sagen. Nummer 9. E.T. E.T. the Extraterrestrial. Nicht jede Imitation muss imposant und ewig lang einstudiert sein, um zu überzeugen. Bei einigen reicht schon eine simple Darstellung, so wie Jim Carreys E.T. Der liebenswerte Außergewöhnliche eroberte die 80er im Sturm und wurde zu einem kulturellen Phänomen. Und E.T. gab's dann auch noch. Aber im Ernst, Jims Version des Spielberg-Aliens ist süß, einfach und seltsam liebenswert. Ähnlich wie beim echten E.T. Manchmal reicht es bei einer Nachahmung, sich auf ein bestimmtes Detail zu fokussieren, an dem die meisten Menschen die Figur oder Person erkennen können. In diesem Fall ist das dieser liebenswerte Schrei. Und wie bei jeder Imitation beherrscht Jim sie perfekt. Nummer 8. Ronald Reagan. Jim macht vor niemandem Halt, auch nicht vor ehemaligen Präsidenten. There you go again. Wir sind uns nicht sicher, wie Reagan auf seine Karikatur durch Carrey reagiert haben könnte. Aber wir denken gerne, dass er als ehemaliger Schauspieler die Arbeit geschätzt hätte, die aufgebracht werden muss, um sich in den Verstand einer anderen Person zu versetzen. Vor allem, wenn dieser Verstand so komplex ist wie der von Reagan. Auch hier zeigt Carrey wieder einmal, wie viel er mit Körpersprache und Gesichtsausdrücken erreichen kann. Well, I'm dead, but I'm going to be a guest on Dancing with the Stars this season. Okay. I hope this little talk has helped. Nummer 7. William Shatner. William Shatner ist eine lustige Person zu imitieren. Seine Manierismen sind einzigartig für ihn. Sein Schauspielstil ist übertrieben und er hat so ikonische Fernsehfiguren gespielt, dass praktisch jeder ihn irgendwo schon mal gesehen hat. Er brachte die Rolle des Captain Kirk in Star Trek zu unvorstellbaren Höhen, aber selbst er ist nicht sicher vor Carrey. In diesem Sketch aus In Living Color muss Carrie's Kirk nicht nur durch den Weltraum navigieren, sondern auch die rassistischen Spannungen an Bord der Starship Enterprise unterbinden. Und genau das sorgt dann für Comedy Gold. Wie bei anderen Imitationen auf dieser Liste setzt er hier mehr auf Übertreibung als auf Genauigkeit. Aber hey, definiert das nicht auch die Art und Weise, wie Shatner Schauspieler hat? Nummer 6. Matthew McConaughey. All I gotta do is let go of the illusion that I exist. Drive around in my Lincoln.
Seien wir ehrlich, irgendjemand musste sich über die linken Werbespots lustig machen. Und wer wäre dafür besser geeignet als Jim Carrey? Von den schläfrigen Augen bis zum langsamen Texas Drawl scheint Carreys McConaughey so mühelos und natürlich zu sein, dass man, wenn man seine Augen schließt, möglicherweise einfach einschläft. Lincoln sollte wahrscheinlich einen Haftungsausschluss veröffentlichen, der die Fahrer davor warnt, niemals McConaughey Werbespots zu hören, während sie das Fahrzeug bedienen. Für uns ist diese Imitation von Carrey im Grunde genommen einwandfrei, aber wir vermuten, dass sie wohl nicht das Geld hatten, um sich Carrey für den Werbespot zu holen. See, I believe we were a mistake. Life. Earth. I believe it is each man's duty to correct the mistake that nature made. Extinguish mankind like the pathetic match that it is. Nummer 5. Kermit der Frosch und Miss Piggy. Wenn diese Imitation in euch keine Nostalgie erweckt, habt ihr in eurer Kindheit definitiv etwas falsch gemacht. Kermit the Frog here. Thank you, It's great to be here. Carreys Imitationen von Kermit und Miss Piggy sind so charmant, genau und voller Liebe, dass es ein Wunder ist, dass ihm kein Job bei den Muppets angeboten wurde. There won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes. Sein Körper bewegt sich sogar perfekt mit Kermits. Und seine Fähigkeit, zwischen den Stimmen hin und her zu wechseln, ist ebenso bemerkenswert. Wir würden gerne noch weiter schwärmen, aber diese Imitation sagt wohl schon genug für sich selbst aus. My love! My beloved Kermit! You mean toi et moi? I'm going to sing a song together! Nummer 4. Robin Williams. Es gibt wahrscheinlich nur einen Komiker auf dem Planeten, der die Energie und das Charisma des jungen Robin Williams erreichen kann. Und das ist Jim Carrey. Mork, going awesome, come in awesome. Yes, Mork. This week in Divine Acreage, I'd like to report on the political situation down here in Canada. Fast so, als wären sie aus demselben Holz geschnitzt, hatten diese beiden viele Gemeinsamkeiten, die sich in dieser Nachahmung bemerkbar machen. Jims Robin Williams ist genial und angesichts seines Alters zum Zeitpunkt der Imitation ist es wirklich erstaunlich, wie er dessen Stimmung, Verstand und Manierismus einfängt. Es wird nie wieder einen Robin Williams geben, aber solange Carrey da ist, um ihn nachzuahmen, wird er zumindest nie ganz weg sein, geschweige denn vergessen. Well, sir, I don't know how much value I have in this universe, but I do know that I made a few people happier than they would have been without me. And as long as I know that, I'm as rich as I ever need to be. So I'll catch you on the rebound, your magnitude. Until next week, Nanu! Nanu! Nummer 3. Jack Nicholson. Ernsthaft, wie können sich Augenbrauen so bewegen? Auch hier geht es mal wieder um mehr als die Nachahmung einer Stimme oder eines Gesichtsausdrucks. Es geht darum, eine Essenz einzufangen und kein Hollywood-Schauspieler hat eine so erkennbare Essenz wie Jack Nicholson. Von einer flog über das Kuckucksnest bis zu eine Frage der Ehre, es haben nur wenige Schauspieler so viele Klassiker erschaffen wie er. Here's Johnny! Und mit all der Zeit und dem Futter zur Auswahl trifft Carrie den Nagel auf den Kopf. Und wer das abstreitet, lügt sich einfach nur selbst an. I can't believe I ate the whole thing. Wenn ihr noch mehr Beweise braucht, guckt euch einfach den Deepfake mit Jim Carrey in Shining an. Nummer 2. Elvis Presley. Schon in den frühen 80ern, lange bevor er in Hollywood durchstartete, begeisterte Jim das Publikum und machte sich einen Namen. Nicht nur als großartiger, aufstrebender Komiker, sondern auch als talentierter Performer. I was attacked by a dog. I was standing in the street screaming, trying to get the vicious dog off my leg. In seiner Elvis-Imitation zeigt Jim seine überraschenden Gesangskünste und es genügt zu sagen, dass Andy Kaufmann von irgendwo da oben auf dem Mond auf ihn herablächelt. Es war also schon in seinen jungen Jahren klar, dass Jim hier war, um zu bleiben. Und trotz der unzähligen Elvis-Nachahmungen, die wir im Laufe der Jahrzehnte ertragen mussten, hat Jims Darstellung dennoch irgendwas besonders Liebenswertes. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1.
Clint Eastwood. Was Jim Carrey von den meisten anderen Komikern, die Imitationen vornehmen, unterscheidet, ist, dass er ein komplettes Ganzkörperengagement da reinsteckt. Und die volle Breite seines Talents zeigt sich in seiner eindrucksvollen Nachahmung von Clint Eastwood. I love that tape. And I show it to all my friends. Von der Gesichtsverzerrung über das einschüchternde Glitzern in den Augen bis hin zu der unheimlichen Stimme und den Manierismen fängt Jim die Bildschirmlegende auf eine Weise ein, wie es nur wenige könnten. Wer könnte den Mann ohne Namen besser für seinen Lifetime Achievement Award ehren als Jim? Mimikry ist schließlich die höchste Form der Schmeichelei und man kann mit Sicherheit sagen, dass Jim Carrey nur die nachahmt, die er tatsächlich liebt. Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you? Ich freue mich, mit seinen Sachen aufgewachsen sein zu können. Welche ist eure Lieblingsimitation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.